www.ferrari.de. Wenn Sie so richtig Durst haben, schmeckt kaum etwas besser als frisches, klares Wasser aus dem Wasserhahn. Viele Stadtwerke werben ja sogar mit der Qualität ihres Trinkwassers. Zu Recht. Aber sie sind nur für die Leitungen bis zum Übergabepunkt zuständig, nicht für die im Haus. Und dort lauern Gefahren. Wir haben getestet, was in öffentlich zugänglichen Gebäuden aus dem Hahn sprudelt. Das Ergebnis ist mitunter ganz und gar nicht hygienisch sauber. Plus Minus und der TÜV Rheinland waren unterwegs, inkognito. In 10 deutschen Städten, jeweils am Bahnhof, im Rathaus, an der Uni, in einem Seniorenheim und einem Krankenhaus. Dort haben wir Wasser abgezapft, so wie es aus der Leitung kommt. Insgesamt 50 Proben. Die kamen gut gekühlt ins Labor des TÜV Rheinland. Dort wurden sie auf Bakterien untersucht. In einem Milliliter Leitungswasser sollten eigentlich höchstens 100 Erregerkolonien schwimmen. Aber viele unserer Proben lagen deutlich darüber, bis zu 8-mal über dem Grenzwert. Und selbst bei Wasserhähnen mit automatischem Sensor, die man gar nicht anfassen muss, fanden die Forscher viele Bakterien. Wie das? Gerade bei diesen kontaktlosen Spendern ist es eben möglich, dass eben die Wassermengen, die rauskommen, sehr gering sind und dadurch die Verkeimungsgefahr vergrößert wird. Oder eben auch die Durchflussgeschwindigkeit kann zu gering sein. Eben auch da wieder die Gefahr, dass eine Verkeimung retrograd, also rückwärts, erfolgen kann. In 6 Proben fanden die Forscher E. coli oder coliforme Bakterien. Die kommen im Darm vor und gehören auf keinen Fall ins Trinkwasser. Bei den Coli- und Coliformen-Bakterien haben wir es eigentlich mit Fäkalkeimen zu tun, also Indikatororganismen, die darauf hinweisen, dass irgendwo Verschleppungen aus dem Sanitärbereich, aus dem Fäkalbereich dann erfolgt ist und die eben auch im Körper zu entzündlichen Reaktionen führen können, eben auch bis hin zu Todesfällen führen können. In 2 Proben schwammen Pseudomonaden. Sie sind kaum zu bekämpfen, wenn sie sich einmal in der Leitung festgesetzt haben. Und weil sie gegen die meisten Antibiotika resistent sind, sind sie auch besonders gefährlich für den Menschen. Die Pseudomonaden können zum einen dazu führen, dass wenn sie Verletzungen haben, dass eine schlechte Wundheilung erfolgt. Zum anderen können sie aber eben auch aufgenommen werden und dazu führen, dass sie entzündliche Reaktionen wieder bis hin zur Lungenentzündung bekommen. In 4 Proben waren sogar Legionellen. Dort sollte sofort nachkontrolliert werden, denn Legionellen können sich auch über die Luft verbreiten und sind vor allem für Geschwächte oder ältere Menschen ein echtes Gesundheitsrisiko. Legionellen fühlen sich wohl immer im Wasser und werden in Form von Aerosolen aufgenommen, können dann bis in die Lunge wandern und hier zu Lungenentzündungen führen, die eben auch in vielen Fällen bei Legionellen gerade zum Tode führen können. Insgesamt war genau die Hälfte der 50 Proben mit besonders vielen oder gefährlichen Keimen belastet. Die Häufigkeit war für mich schon überraschend, auch die Spezies, die wir gefunden haben. Für mich selber kann ich nur das Fazit ziehen, wenn ich in so einen Bereich gehe, Hände waschen würde ich ja, mit gewisser Vorsicht. Als Trinkwasser würde ich das Wasser da sicher nicht brauchen. Was kann man tun? Betreiber und Besucher sollten auf jeden Fall Folgendes beachten. Erstens, Kolibakterien können durch mangelnde Hygiene im Trinkwasser landen. Wer sich schützen will, sollte also die Armaturen oft und gründlich reinigen. Zweitens, auch undichte Stellen in den Zuleitungen können an Verunreinigungen schuld sein. Bei Verdacht, Betreiber und Wasserversorger informieren. Drittens, Legionellen siedeln oft in sogenannten Totleitungen, also Rohren, die wenig oder gar nicht genutzt werden. Diese am besten vom System abkoppeln. Viertens, Legionellen breiten sich am besten zwischen 20 und 60 Grad aus. Wenn man die Leitungen öfter heiß durchspült mit über 60 Grad, kann man sie abtöten. Fünftens, wenn das Wasser länger als 4 Stunden in den Leitungen steht, immer erst eine Weile laufen lassen, bevor man Granensteiner trinkt. Das empfehlen Behörden. Sechstens, auch bei kleineren Unfällen eine offene Wunde nicht mit zweifelhaftem Leitungswasser ausspülen. Und siebtens, Hände nach dem Waschen immer gut abtrocknen. Auch das entfernt schon mal viele Keime. Die Wasserwerke sind für die Qualität nur bis zur Hauswand verantwortlich. Für die Leitungen im Gebäude ist der Eigentümer oder Betreiber in der Pflicht. Laut Trinkwasserverordnung müssen die Gesundheitsämter Leitungswasser in öffentlichen Gebäuden nur einmal im Jahr auf Legionellenbefall untersuchen. Auf andere Bakterien wird das Wasser dabei nicht zwingend überprüft. Und bei den Normkontrollen werden die Hähne vorher abgeflammt. Das tötet Bakterien ab. Besucher von Bahnhöfen, Rathäusern oder Kliniken haben aber wohl eher selten einen Bunsenbrenner zur Hand, wenn sie sich die Hände waschen.
Aufgrund der Testergebnisse fordert der TÜV Rheinland Nachbesserungen bei den gesetzlichen Vorgaben. Wir haben sicherlich jetzt einen Zustand, wo auch zu selten geprüft wird. Im brisanten Bereich in Kindergärten, Schulen geht's, aber in vielen öffentlichen, anderen öffentlichen Bereichen wird eben relativ selten geprüft. Wir müssen in der Tat in Form der Trinkwasserverordnung da viel striktere Vorgaben haben, was wie oft geprüft werden muss und auch eine genauere Festlegung der Grenzwerte, bei deren Überschreitung dann auch tatsächlich gehandelt wird und das Trinkwassersystem saniert wird. Denn wenn die Leitungen richtig gewartet werden, ist Kranenwasser in den meisten Gebieten in Deutschland eigentlich eine richtig gesunde Delikatesse.